Kennen Sie den Ausdruck, jemandem die Leviten lesen? Ja, natürlich. Von wo ist der? Wissen Sie das? Das weiß ich nicht. Was bedeutet das? Das heißt, jemandem quasi die Meinung sagen. Und zwar heftig. Es kommt aus der Bibel, aus dem dritten Buch Mose, also aus dem Buch Levitikus. Ach so, das kenne ich. Ja. Vom Hörensagen. Ja, genau. Also es geht dort auch um die Verhaltensregeln, um die Leviten waren das, die Priester vom Stamm Levi, von einem Stamm Israels. Genau. Und vor ein paar Jahren habe ich mir eine Elberfelder Bibel gekauft. Aus dem Grund, dass ich im Bücherladen stand und diese Bibel zum halben Preis ausgeschrieben war, weil vorne ein paar Seiten zerknittert waren. Ich habe sie also gekauft, ich habe sie aufgeschlagen und gelesen und gemerkt, die Bibel ist ja total kompliziert. Es gibt da Wörter, das versteht niemand mehr, und ich habe da gemerkt, aha, es gibt verschiedene Bibelübersetzungen für verschiedene Zwecke.